Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid, denn ich habe mal wieder ein wunderschönes Japan-Quiz für euch. Aber bevor wir das neue Quiz machen, würde ich sagen, lösen wir erstmal das von letzter Woche auf. Letzte Woche hattet ihr es wirklich schwer und ich möchte diesmal ein bisschen mehr dazu sagen, denn zum Beispiel die erste Frage über Miku und das Konzert in Real Life. Ich weiß nicht, was die meisten geantwortet haben, also viele haben es schon gesehen, denn es existiert sogar eine Live-Aufnahme auf YouTube davon. Miku projiziert wird auf die Bühne, auch die anderen sind dabei und krasse Geschichte, ich find's übel. Die zweite Geschichte war ein bisschen sehr tricky, denn es gibt ja in Japan ein Penisfest, aber eben nur ein Penisfest und nicht einen Penispark. Der Penispark steht in Korea. Dies hat eigentlich eher eine traurige Geschichte, denn dort wurde der Park errichtet, weil die Fischer nichts mehr gefangen hatten und sie nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Also haben sie jeden Tag ihr aufgerichtetes Glied direkt dem Meer gezeigt, um Fruchtbarkeit zu zeigen. Und so wurde auch dann der Park gebaut. Dieser ist in Südkorea und kann jederzeit angeschaut werden. Wer da mal Lust drauf hat, auf dem Ritt, auf dem heißen Ritt. Ach Gott, nein, das gibt so viele Vorlagen. Also somit war diese Geschichte falsch, obwohl sie ja eigentlich stimmt, aber es ist halt nicht in Japan. Und die letzte Geschichte war die sehr unglaubwürdige über die Mochi-Toten an Neujahr. Und das Krasse ist, es stimmt, die Regierung rät wirklich, einen Staubsauger zu Hause zu haben, damit man sich diese Mochis raussaugen kann aus der Luftröhre, wenn man sie verschluckt, denn dort sterben wirklich prozentual sehr viele Leute um diese Jahreszeit an den Sachen. Krank, aber ihr wisst Bescheid, die spinnen die Japaner. Aber lasst uns direkt mal mit den heutigen Rätsel loslegen. Wieder drei Geschichten, ob wahr oder falsch, könnt ihr in den Kommentaren entscheiden. Ihr Jonathan Baum. Und die erste Geschichte geht um etwas, das ihr sicherlich kennt, denn es geht um die sogenannten Unterwäscheautomaten. Automaten, in denen man gebrauchte Unterwäsche bekommt. Diese gibt es in Japan ziemlich häufig, aber jetzt nicht auf den öffentlichen Plätzen, denn es ist ja trotzdem eher so ein bisschen schmuddelig. Es gibt es eher im Rotlichtmilieu. Ich selber habe mich bis jetzt in Japan nur an den Getränkeautomaten, Süßigkeitautomaten oder an den, ja keine Ahnung, da kannst du sogar Einwegkameras und sonstiges rausholen oder auch Anime-Sachen. Das ist halt mega krank, was es alles gibt an Automaten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so einen habe ich nicht gesehen. Bin ich überhaupt durch ein Rotlichtmilieu gegangen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, einmal. Da lacht er wie so ein kleines Kind. Und die zweite geht gleich in die Erotikszene wieder ein, denn es geht um die Love Hotels. Oder auch Rabu Hutteru heißen die. Ich weiß, ich kann es einfach nicht aussprechen. Ich habe das schon gehört. Ja, Geist. Auf jeden Fall, diese Love Hotels, die kann man sich stundenweise anmieten. Und um nicht erkannt zu werden, kann man dort auch über die Tiefgarage einfahren. Die Scheiben sind innen verdunkelt, dass du die andere Person nicht siehst. Also, dass man sich gegenseitig nicht sieht, dass die Scham halt nicht da ist. Oder man kann es an elektronischen Displays bestellen, so ähnlich wie bei McDonald's. Nochmal ganz kurz zur Aufklärung. Was ist ein Love Hotel? Ein Love Hotel bedeutet, dort trifft man sich zum Sex. Die einen Love Hotels sind sehr verborgen, andere wiederum sind aber auch wirklich absolut ersichtlich in den Straßen, denn da gehen die Japaner ziemlich offen damit um, bloß eben innen drinnen, wie man reingeht und wer reingeht, das wird sehr, sehr diskret behandelt und dort gibt es alle möglichen Zimmer, alle möglichen Vorlieben. Also falls ihr mal in Japan seid und schleppt jemanden ab, wundert euch nicht, dass ihr euch in ein 2-Stunden-Hotel zieht. Das ist das Love Hotel. Und die letzte Geschichte ist fast noch kranker als eigentlich die Unterwäsche-Geschichte mit den Automaten. Denn es geht darum, dass ja sehr bekannt ist, dass in Japan teilweise sehr viele Leute im Bad sind. Das bedeutet, wenn dort die Sommer- oder Ferienzeit ist, dann sind einfach mal, da kannst du das Wasser nicht sehen, wenn du ins Freibad gehst oder ins Hallenbad. Ja, da sind sehr, sehr viele Leute im Wasser. Das ist eine wunderschöne Nudelsuppe. Und es ist dann so, dass zum Beispiel auch die Bademeister immer wieder pfeifen. Alle 20 Minuten wird gepfiffen, die Leute sollen 10 Minuten raus, sich erholen alle und dann wird wieder gepfiffen und sie dürfen wieder rein. Aber darum geht es jetzt nicht, denn es geht eigentlich um die wasserfeste Badehose. Das bedeutet, einige genieren sich in der Umkleide so krass, dass sie eigentlich eine wasserfeste Badehose haben und dann kann man sich vorstellen, dass sie im Wasser hocken und eigentlich ihre normale Hose unter der wasserfesten Hose haben und somit wird die nicht nass und dann brauchen sie sich auch nicht umziehen oder genieren. Das war's mit den heutigen drei Fragen. Ich hoffe, ihr kommentiert wieder fleißig und ratet und liegt hoffentlich auch wieder falsch, denn ich führe euch bestimmt auf die falsche Fährte mit meinen Geschichten. Ansonsten würde ich sagen, Sayonara und schreibt fleißig. Ciao!